Willkommen zu Let's Play Eador Genesis, die Kampagne Teil 30. Ja, wir haben ein kleines Jubiläum und wir kommen ausgerechnet mal ganz gut voran. Möchte ich fast sagen, wir erforschen hier die Provinz, aber eigentlich ist das gar nicht unsere Aufgabe, weil unsere Aufgabe ist, wir müssen Kasse machen, wir müssen uns ausbreiten. Und deswegen laufen wir jetzt hier mal eine Runde nach unten und stocken unsere Vorräte, unsere Truppen auf. Reparieren unser Equipment, laden unseren Schild aus. Schauen, was wir noch für die allgemeine Volkszufriedenheit tun können. Wahrscheinlich nicht arg viel. Irgendwas bauen, was uns wirklich weiterhilft. Nö. Wir können einen der Sprüche hier tauschen. Gegen meinen Lieblingsspruch, gegen meinen neuen Lieblingsspruch, Burn Ammo. Der ist hilfreicher, als man so gemeinhin denkt. Und dann, weil es so schön war, versuchen wir uns mal an dem Holz. Weil wir brauchen das Holz. Das sind 3 Pegasi. Ich gebe zu, das ist eine Menge. Man könnte sich sogar überlegen, ob man gegen die Pegasi extra einen Spruch mitnimmt. Drei Pegasi sind halt wirklich eine Menge Viehzeug, ja. Das kann man leider nicht anders sagen. Wir hätten wahrscheinlich mit dem Princess Lance hier ein kleineres Problem. Aber wir versuchen es einfach mal. Wir schauen mal, was die so drauf haben. 3 Pegasi ist eine Menge. Das mag ich nicht bestreiten. 3 Pegasi machen unglaublich viel Schaden. Wie ihr mit Sicherheit gleich feststellen werdet. Die zu weppen müsst ihr gar nicht erst versuchen. Guckt euch diesen Verteidigungswert an. Ja. Das Einzige, was wir jetzt tun können, wir können sie versuchen, in Scheiben zu schneiden, zu schießen, zu hacken, zu filetieren, was auch immer. Aber wir müssen denen jetzt Schaden machen. Wir müssen denen Schaden machen, bevor die auf irgendwelche hirnlosen Ideen kommen. Ihr seht schon, die haben eine Menge hirnlose Ideen. Die werden dafür quasi bezahlt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir bei weitem nicht mehr so viel Schaden machen, wie wir sollten. Vor allen Dingen nicht, wenn wir so einen Unsinn abziehen. Und jetzt schauen wir mal, was der verbliebene Pegasus macht. Der macht das einzig Sinnvolle, der greift nämlich unseren Haupthelden an. Da stehen wir drauf. Jetzt haben wir einen verloren. Jetzt ist die Frage, wen wir verloren haben. Ich bin jetzt ganz ehrlich, wenn das jetzt einer unter ferner Liefen war. Das war natürlich ausgerechnet unser Level 4 Berserker. Kriegen wir das besser hin? Haben wir irgendwas in petto, was diese Typen ernsthaft aufhalten könnte? Ich habe eine Idee und ich werde sie jetzt vorführen. Ich übernehme natürlich wie immer keine Garantie dafür, dass das eine gute Idee ist, aber es ist eine Idee. Lasst es uns versuchen. So. Die kommen ran, so wie immer, so wie die das lieben, machen und mögen. Und jetzt versuchen wir unser Glück mit einem Imp. Gut, wir müssen erst Platz machen für den Imp. Also gehen wir mal hier ran und knödeln mal hier rein. Was will man auch sonst tun? Und weil wir jetzt wahrscheinlich sogar eher schießen, das bringt uns wahrscheinlich mehr. Stützt euch auf den Haupthelden. Ja, stützt du dich auch noch auf den Haupthelden und wir bleiben Freunde. Okay. So. Du stützt dich auf den. Du stützt dich auch auf den. Du stützt dich auch auf den. Du stützt dich auf den da. Und du heilst meinen Haupthelden. Und mein Hauptheld. Wie viele Lebenspunkte hat er noch? 6. Wie viel Schaden machen wir? 6. Scheint euch ein äußerst knappes Höschen, aber es könnte gut gehen. Und ihr seht, es hat funktioniert, auch ohne meinen Imp. Ich meine, so läuft es selten, aber manchmal läuft es einfach. Und jetzt können wir auch Sachen bauen. Jetzt haben wir Holz. Jetzt können wir auch was bauen.
Irgendwie hatte ich mir von dem Holz mehr versprochen. Ohne Eisen bringt es uns offensichtlich noch relativ wenig. Wir bauen mal so eine. Das ist jetzt zwar auch ein bisschen verbraucht, aber dadurch kommt Geld in die Kasse. Jetzt schauen wir mal, was ist denn mit diesen Leuten hier? Ich meine, wie sind die denn so drauf? Vier Horsemen, Archer und Horsemen. Wir schauen mal rein, wir müssen es ja nicht nehmen. Es geht jetzt darum, herauszufinden, was das für Leute sind. Also mit was haben wir es hier eigentlich zu tun? Jo, das war zu erwarten. Auch das war zu erwarten. Die sind relativ gut in dem, was sie tun, richtig unangenehm werden die, so blöd es klingt, aber erst, wenn die anfangen in Nahkampf zu gehen. Klingt komisch, ist aber so. So, du haust dir da mal eine Heilung drauf. Dann gehst du da mal mitten ins Getümmel. Und du webst einen unserer Kameraden hier. Guckt euch das an, was die Schaden machen. Es ist die wahre Pracht. Man könnte meinen, die haben das gelernt. Wir könnten was anderes probieren, woran ich jetzt gar nicht gedacht habe. Wir haben ja Diplomacy. Wir könnten also versuchen, die zu negotiaten. 566 können wir uns leider nicht leisten. Das ist ein Haufen Holz. So, das heißt, wir werden jetzt hier oben mal diese Norman Lands auseinandernehmen. Noch was bauen können wir diese Runde wahrscheinlich nicht. Nein, können wir nicht. Dann würde ich sagen, auf sie mit Gebrüll. So, na, du gehst mal da nach unten, du gehst da nach oben, tauscht euch mal aus, dass hier jeder was hat. Wir sind ja hier voll beweglich und dann schauen wir mal, was die so tun. Die fangen an, uns mit Pfeilen zu beschießen, das ist nachvollziehbar und tut weh. Wir machen sowas Vergleichbares. Wir fangen nämlich an, denen die Munition wegzugrillen. 7 hat der. Der hat 8. So. Da lassen wir die doch gerne mal weiterkommen. Und nehmen den ersten raus. Und geben uns hier wieder eine Heilung. So, jetzt hat unser Freund hier einen alles entscheidenden Fehler gemacht. Er wagt sich nämlich verdächtig weit nach vorne mit seinem Schützen hier. So. Komm spielen. Aua, hey! Du bist ja einer von den gar nicht netten. So. Aus die Maus. Und raus. Du erledigst die hier für uns. Du bleibst, wo du bist. Du gehst mal hier hin. Du heilst dich mal selber. Und du wirfst ihm eine Axt an den Kopf. So, bevor jetzt hier jemand auf falsche Ideen kommt. Machen wir uns mal hier bereit, uns zu heilen.
Das ist der Punkt. Das überlebe ich länger als du, weil ich habe einen Heiler hinten dran und alles, was du hast, ist ein Packen Schwierigkeiten. Äußerst unangenehme Schwierigkeiten. So, fertig ist die Laube. Der schießt sich hier weiter einen Wolf. Wir können nicht mehr heilen, sehr zu unserem Leidwesen. Also fangen wir mal an, hier vorzurücken. Und mit dem Rest bleiben wir da, wo wir sind. Das war ein Fehler, mein Freund. Ach, die vergessen immer diese Bewegung durch die Felsen. Es ist die wahre Pracht. Und da fällt er. Wir kriegen was dazu. Sehr zu unserer Freude. Increased Healing bei 2. Sehr schön. Pest und Geschwür, weil eigentlich wollen wir nicht Berserken, weil Berserken heißt, wir sind verletzt. Und verletzt sein ist absolut 100% uncool. Wir kriegen hier unsere Sawmill, die wir natürlich auch gleich bauen. Eigentlich könnten wir mal da, wo es nicht so gut ist, ein Extravaganza vom Stapel lassen. Weil das hat ja immer diese wahnsinnig hohe Rückladezeit. Cooldown im Neuenglischen. Also ich sehe das richtig, wir werden nicht so schnell an Pferde kommen. Also beißen wir den sauren Apfel und kaufen das. Und dann denke ich, gehen wir mal nach da, weil da hat es Gems. Tja. Eigentlich bräuchten wir dringend Eisen. So. Ja, genau, du machst hier ein Fernkampfduell mit mir. Einmal im Leben so wenig Ahnung haben. Das treiben wir dir ganz schnell aus. Jetzt hast du nämlich nur noch einen Schuss und dann ist Schicht im Schacht. So, und da verließen sie ihn nämlich. Heilung! Axt 1, Axt 2, Pfeil Nummer. Das glaube ich jetzt nicht. Dass die das immer überleben müssen. Das ist ja fürchterlich. Na komm, das ist ja unglaublich. Ja, vielleicht war das auch etwas größenwahnsinnig von mir. Meine Truppen sind angeschlagen, der Feind ist es nicht. Also springen wir zurück. Und ich denke, wir gehen mal. Hat sie eigentlich irgendwas zu erledigen? Cult of the Phoenix. Da könnt ihr mir vertrauen. Das ist die kürzeste Aktion aller Zeiten. Cult of the Phoenix angreifen. Da könnt ihr euch genauso gut. Könnt ihr genauso gut russisch Roulette mit einer Automatik spielen? Ja, das überlebt ihr gar nicht. Aber so richtig gar nicht. Und wenn ich gar nicht meine, dann meine ich gar nicht im Sinne von überhaupt nicht. Wir bauen hier fleißig unsere Sawmills. Und halten unser Geld zusammen. So, wir machen hier weiter Forschung. Hier fehlt noch eine Sawmill. Die bauen wir auch gleich. Ein Tailor Store. Enter the shop, look at the goods. Oh, ihr seht jetzt wunderschöne Dinge. Wie immer gehe ich mal überall drüber, damit ihr so seht, was so angeboten wird. Vielleicht möchte ja jemand mitschreiben. Wir nutzen natürlich die Chance, uns zu reparieren. So, können wir hier irgendwas bauen? Eine Granary können wir bauen, was wir natürlich auch gleich tun. Wir bleiben hier bei Explore the Province. Wir sind aufgestiegen, haben wieder was völlig Nutzloses gekriegt. Wir nehmen Ranged Attack. Ja, wir laufen mal nach Hause.
So, was können wir hier noch bauen? Nichts Sinnvolles aktuell, nichts Sinnvolles. Hier können wir noch eine, nein, keinen Pub, eine Granary bauen. Und dann geht's ab nach Hause. Und da, wo wir sind repariert. Gibt es hier noch irgendwas Wildes zu erleben? Nein, ich denke, wir müssen hier... Was ist das hier? So, ich denke, wir gehen hier hin. Gems sind gut. Vielleicht ist die Verteidigung nicht so stark. Vier große Spinnen. Das ist eine Menge, wenn ich das sagen darf. Das ist nicht unmachbar, ist aber viel. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Und Spinnen lieben Wald. Da sind die besser, als wir sie je wären. Alles, was wir da quasi machen können, ist die ein wenig beschäftigt halten mit unserem Imp. Das Hauptproblem ist, dass diese Viecher so rattengiftig sind. Ich meine wirklich so richtig rattengiftig. Das werden wir nicht überleben. Weil selbst wenn der das jetzt überlebt, was er nicht tut, wird ihn das Gift töten. Okay, ist also auch keine gute Alternative. Wir brauchen eine andere. Sprich, wir bleiben hier eine Runde und hauen was um, was hier rumrennt. Diese Untoten. Untote sind toll. Vielleicht findet sich da irgendwas, was uns hilft. Ich meine, wir haben immer noch keinen brauchbaren Bogen gefunden. Wir rennen immer noch mit diesem Anfangskrücke, mit dieser Anfangskrücke durch die Gegend. Das muss man sich mal vorstellen. Guckt euch diese Fernkampfverteidigung an. 8 Punkte. Da kann man ja, da kriegt man ja Kopfschmerzen von. So. Jetzt machen wir aber hier mal Ende Gelände. So, sehr schön. Manchmal läuft es, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Wir ziehen uns hier eine Idee zurück und halten unser Feuer aufrecht. Feuer. Und dann würde ich sagen, auf ihn mit Gebrüll. Und Sache erledigt. Man hätte jetzt am Ende noch eine Idee besser manövrieren können. Range 5, nicht unbedingt das, was wir uns gewünscht haben. Wie gewonnen, so zerronnen. Wir reparieren unsere Ausrüstung. Laden den unnötigen Mist ab. Was kann unserer? 654, 546. Ist also gehopft wie gesprungen und hilft uns gar nicht. Können wir irgendwas bauen, was uns hilft? Nein, können wir nicht. So, wir suchen hier mal, was es zu tun gibt. Wir sollten irgendwas angreifen. Die Frage ist, was? Was ist denn mit diesem Savage Wood hier? Haben wir da vielleicht mehr Glück? 3 Giant Spiders. Das klingt schon eher machbar. 3 ist immer noch eine Menge, aber das klingt zumindest mal machbar. Und vielleicht können wir die ein bisschen beschäftigt halten. So, was wir jetzt nämlich machen können, wir webben die untere, dass die nicht zurückschlagen kann. Bewegen uns hier in Position, um die zu heilen. So, der kommt jetzt logischerweise spielen. Guckt euch das an. 10 Schaden. Da wirst du doch irre.
Wie lang hängt der da noch drin? Nicht lang. Wie viel hat die noch? 4. So viel Schaden machen wir leider nicht. Ja, das wird jetzt auch nichts werden. Oh, ihr geht auf den Hauptheld. Das werden wir jetzt auch wieder nicht überleben. Ja. Wir werden nicht mal mit 3 Spinnen fertig. Wir stehen wieder vor dem alten Problem. Wir kommen nicht vor, wir kommen nicht zurück. Das heißt, ich sehe euch wieder, wenn es das nächste Mal heißt, Let's Play Eador Genesis und ich eine Idee habe.